Guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen des Reitsports. Ich weiß nicht, ob das jetzt innerhalb von einer anderen Folge ist oder eine neue Folge. Ich schätze mal, es ist innerhalb von einer anderen Folge. Ist aber auch vollkommen egal. Es ist Mittwoch und die Vorbereitungen sind getroffen. Ne? Wir können ja, da wir jetzt ja das neue Gebiet gekauft haben, beim letzten Mal habe ich ja damit aufgehört, als ich euch erzählt habe, ja, ich gehe jetzt ein bisschen Hufeisen jagen. Das habt ihr auch gerade in einer wunderschönen Montage mit Video und so gesehen. Also klar, habt ihr ein Video gesehen mit Musik. Und jetzt ist es soweit. Der Mittwoch ist da. Ich habe trainiert. Ich habe ein paar Hufeisen gejagt. Wen nehmen wir denn? Ich glaube, ich habe jetzt damit, ich habe mit Barbie da ein bisschen geritten. Ich würde sagen, ich nehme jetzt auch mal Barbie raus. Oder wir gucken uns mal an, wie es um ihre Konstitution gestellt ist. Vertrauen ist niedrig. Wie kann denn jetzt Hygiene und Vertrauen niedrig sein? Und Gesundheit ist auch fett niedrig. Boah, soll ich denn wirklich mit ihr reiten? Dann kümmere ich mich später um sie. Dann nehme ich Wendy. Oder ich könnte... Theresa könnte ich auch nehmen. Nee, ich nehme Wendy. Wendy, komm mal raus. Wendy, wir ziehen das jetzt durch. Pferd führen. Solange sie noch nicht verdingst ist, verbucht ist. Gehen wir jetzt mit Wendy und machen da auf jeden Fall mal das Flussrennen, Bachrennen. Irgendwie so Bach, bla 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 bla. Warte mal, ich sag's euch, wie es heißt. Bootshausrennen, so. So einfach wäre es gewesen. Wendy und ich, wir machen das schon. Und dann muss ich mich mal um Barbie kümmern. Weiß gar nicht, was da los ist. Habe ich zu lange Hufeisen gejagt wahrscheinlich. So. Und im Highspeed-Galopp, Trab, Schritt, Entschuldigung. Geht jetzt hier rüber, Trab war's. Da hinten ist es auch schon, da ist der Pfeil vom Himmel gedroppt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der ist ja gerade runtergekommen. So, lala. Und jetzt werden wir uns mal da auf den Weg hinbegeben zu den Pfeilen. Und dann werden wir hier das Bootshausrennen machen. Ja, Bootshausrennen. Na, heute noch? Ich sehe gar kein Bootshaus. Ah, da hinten ist es, glaube ich. Ich habe jetzt meine Hand nicht gesehen, aber ich habe nach hinten rechts ins Bild gezeigt. So, okay. Bootshaus. 5 kleine Naturoxer, 3 mittlere Naturoxer, 5 große Naturoxer, 3 kleine Holzwände, 1 Baumstammoxer. Die zu schlagende Zeit ist 2 Minuten 3. Und wir starten in 3, 2, 1, jetzt. Und der Schnellstopp, wieso ein Schnellstopp? Ich will doch einen Schnellstart. Okay, los geht's, Mann. Los geht's. Wir behalten das Herz unten links im Auge. Das war jetzt schon mal so ein Holzoxer. Ne, ein Naturdingenskirchensprung. Naja, ich bin auf jeden Fall... Boah! Da bin ich gerade von der Pfütze erschrocken, die da unten war. Aber wir sind einfach... Schau, so ist Wendy. Ne? Wendy kennt ja gar nichts. Die ist einfach abgehärtet. Die... Ah, da drüben ist noch ein Hufeisen. Guck er an. Wendy, die macht das einfach. Das ist ja vollkommen wurscht, ob das... Boah, das ist doch ganz schön tiefes Wasser hier. Wow, 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 wow. Ich dachte, da geht's geradeaus drüber. Okay, bislang denke ich, ist die Zeit vollkommen in Ordnung. Wir werden sehen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen kurz langsam machen, damit sie sich kurz erholt. Weil mein Herz, ihr habt das links gesehen, es war schon relativ nah, leer. Das war jetzt gerade ein taktisches Päuschen. Ich hoffe, dass ich gleich nochmal so eins machen kann. Das auch noch ein Hufeisen. Okay, nochmal Speed hier. Okay. Da kann ich jetzt nochmal Gas geben. Da vorne seht ihr... Links ist das nächste Ziel, das nächste Hindernis. Da werde ich es, werde ich es dann noch drüber schaffen? Ich weiß nicht. Lieber mal vorher kurz Päuschen gemacht. Damit er den Sprung auch gut nimmt. Okay, und jetzt geht es hier über den... Über den Steg. Schön Kurven schneiden. So, da nach links. Mal, da hätte ich jetzt das Hufeisen noch mitnehmen können. Oh, böse Falle. Oh, gerade noch so geschafft, ey. Das geht aber wahrscheinlich negativ in meine Zeitwertung ein. Da dachte ich mir jetzt wirklich so, oh, nimmst du mal hier noch ganz frech, wie du bist. Nimmst du mal das Hufeisen mit, aber das ist ein Trugschluss gewesen. Denn das hätte mich jetzt kostbare Zeit und vielleicht auch den Sieg gekostet. Und wir gehen durch mit eine Minute. Na, komm. Oh, 1,59 glatt, würde ich sagen. Yeah, sagt er. Yeah. Zu lange Zeit, 2 Minuten, deine gerittene Zeit, 1 Minute, 59. Du hast 500 Credits gewonnen und dich qualifiziert für Stromschnellen. Ja, nice. Dann kann ich jetzt nächstes Stromschnellen-Level machen. Und genau, Bootshausrennen.
Naja, das ist nochmal diesen... Die 3-Sterne-Bewertung ist jetzt erstmal egal. Da ist die Bewertung beim nächsten Mal wieder wichtig, wenn ich dann auf das nächste Level bringen muss. Weil vorerst brauche ich das dann nicht. Ist ja dann erst zum Ziel erfüllen interessant. Müssen wir mal gucken, was wir dann da für Ziele haben. Ich weiß nicht, wir müssen die nächste Stufe ausbauen und so weiter. Und ja, ich denke, jetzt hole ich mir mal die nächsten Hufeisen hier und wir sehen uns dann gleich wieder. Oder wenn hier ein Cut ist, dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall das erste Rennen hier in dem in der neuen Landschaft schon mal super gut gemeistert. Brrr. Hey! Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass Barbie krank ist. Also Tachchen erstmal. Tachchen, das hat Kyle immer gesagt bei Barbie Pferdeabenteuer im Rider Camp. Also Tachchen, Barbie ist krank. Oh, sie hat eine Pferdedecke um. Oh nein, was ist los mit dir, Barbie? Milde Huffäule. Okay. Tierarzt rufen. Ja, komm schon. Oh, es kann 2 Tage dauern. Was? Na gut, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Barbie ist krank. Hilf ihm. Das ist schon auch geil. Bei einem Spiel, wo es nur Stuten gibt, machen sie Hilf ihm. Was zur Hölle? Jetzt stehe ich hier auf und guck gerade so in meinen Tagesaufgaben, wie es meinem Pferdchen so geht. Ja. Und dann steht da. Christy ist krank und Sweetie ist krank. Hilf ihm. Jetzt war erst Barbie krank und es ist Christy krank und Sweetie. Wie kann das denn bitte sein? Ich füttere immer alle brav. Ich kümmere mich um sie. Sie haben die ganzen Hufeisen bei Pflege. Was machen denn meine komischen Reithofgäste mit den Tieren, ey? Das kann ja wohl nicht sein. So, wer ist jetzt krank? Christy und Sweetie sind krank. Oh, ihr Armen. Na, wie sieht's aus? Antibiotika nicht verfügbar. Milde Huffäule. Na gut. Dann, warte mal. Nee, wir rufen jetzt nicht den Tierarzt. Wir holen uns lieber Antibiotika. Und was ist mit dir los? Ja, auch milde Huffäule. Ja, da waren die Hufe wahrscheinlich nicht richtig gekratzt. Das ist immer das, wenn halt die Typis da das machen. Also diese Gäste halt, ne? Die putzen die ja nicht. Die holen die Pferde da raus und dann reiten die damit rum und die pflegen die nicht. Und ich muss mich eigentlich hier um meinen Ruf des Stalls kümmern und Geld verdienen und pipapo und hast nicht gesehen dafür, dass ich hier meine komische 4-Sterne-Bewertung krieg. Aber, ne? So. Ne, ach, kann ich... Antibiotikum brauche ich. Ne, 40, na gut, kauf's mal. So. Und zurück. Schau mal, weil wenn ich jetzt nämlich den Tierarzt habe, der kostet 120, ne? Und das Antibiotikum kostet gerade mal 40. Und dann sind die 2 Tage nicht im Stall. Ich hoffe, dass es jetzt, wenn ich selber behandle, anders ist. Aber ich weiß nicht, ob ich sie dann auch länger behandeln muss. Ob die jetzt länger krank sind. Wir gucken mal. So, die Damen. Chrissy, pass auf. Hier hast du Antibiotika. Check. Aha, siehst du, die Behandlung muss ich morgen wieder anwenden. Das ist genau das. Und dann kostet mich das 40, 80. Und wer weiß, wie viele Tage ich das nochmal muss. Ob dann, also mein Problem ist gerade, dass ich mir überlege, ist es sinnvoller, ich hole den Tierarzt und gebe da die 120 aus. Oder ich fütter halt, also ich mache das selber. Weil ich muss jetzt dann trotzdem wieder das Antibiotikum für morgen kaufen. Ne? Das ist ja auf jeden Fall so. Und an den Hufeisen muss ich auch noch arbeiten, weil wir brauchen ja für die 4-Sterne-Bewertung auf jeden Fall 8 Pferde. 8 mal 3 Hufeisen, das müsst ihr euch mal vorstellen. 3 goldene Hufeisen, das heißt, jedes Pferd braucht ein goldenes Hufeisen für Hufpflege, für Putzen und für Massage. Und ich habe jetzt gerade erst mal 5 Pferde, ich brauche sogar für 8. Mein 6. Pferd ist ja gerade noch in Produktion, da ist das Fohlen, ist noch nicht so weit. Das haben wir ja... Da haben wir so ein Palo-Schecken, glaube ich, haben wir da gezüchtet. Müssen wir mal schauen, ob das Fohlen schon auf der Weide steht. Dann können wir mal Fohlentraining damit machen. So, einmal zurückbringen. Okay, da gucken wir jetzt gleich mal hin und dann kümmern wir uns nämlich um unsere Pferde hier
der Stallgasse. Weil die gehören ja auch nochmal nachgepflegt und so. Wir gucken mal, was unser Zuchtinstitut hier macht. Na, ist da schon was zu sehen? Oh, guck mal, da ist es. Aha. Fohlen trainieren, na komm. Oh, ist es schon putzig. Es ist schon sehr süß. So. Habe ich ganz vergessen. Wahrscheinlich hätte ich schon früher machen sollen. Ich wollte nämlich voll gut trainieren, damit dann die Geschicklichkeit auch extrem hoch ist, dann wenn ich es endlich für den Sporteinsatz quasi benutzen kann. Weil hübsch ist es ja schon. Ich wollte noch so ein, genau, ich wollte noch so ein Palo checken irgendwie, haben wir gesagt. Aber der ist auch voll hübsch. Oder nee, wollte ich nicht noch irgendwas Schwarzes? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte noch irgendwelche bestimmten Rassen züchten. Oder so ein graues Geschecktes oder so. Na, warte mal, wir drehen um. Ich habe noch gar keinen Namen für dich. Muss ich mir noch einen Namen für dich ausdenken? Nee, mir fällt jetzt noch keiner ein. Da muss ich nochmal tief in mich gehen. So, brav. Und jetzt nochmal links herum und auf die Innenseite. Na komm her. Nein. Links und herkommen. Und dann auch schon durch stehen bleiben. Ruhig. Gut. Alles klar. Das hat soweit gepasst. Das Fohlen ist fertig für heute. Und dann habe ich gesagt, Stallgasse, da mache ich erst Geld verdienen. Wir gucken uns mal. Das sind bestimmt noch Gäste zum Registrieren, oder? Ja, guten Tag. Boah. Da bin ich ja gespannt, wenn ich mich jetzt nicht um die Pferde... Ja, schönen Tag, Ihnen auch. Wenn ich mich um meine Pferde kümmern will, ne? Guten Tag. Na? Alles gut? Alles gut? Ich glaube ja schon. Dann... Also wenn ich mich jetzt um die Pferde kümmere und die kommen jetzt an und entführen mir wieder die ganzen Pferde. Aber ich glaube, die Kranken dürfen sie schon mal nicht. So. Okay, das hat wenigstens noch... Ja, das hat... Kein goldenen. Hygiene. Und das andere Pferd ist weg. Gut, wo ist hier denn hin? Achso, sie ist ausgeliehen, oder? Ne, hier steht gar keins, das ist klar. So, Sweetie. Barbie sieht eigentlich ganz gut aus. Gesundheit wächst wieder. Christy ist krank. Kann ich jetzt trotzdem irgendwas mit ihr machen? Christy? Nee, okay, kann ich nicht. Das heißt, die muss erst wieder gesund werden, also morgen nochmal pflegen. Da ist die Hygiene so niedrig, warum das denn? Ich putze sie nochmal, dann kriegt sie auch wieder Vertrauen. Genau, so. So muss das. Na, du magst das doch auch so. Guck mal, was das für ein komischer grauer Dreck ist. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Gut, ist jetzt in so einem... Wenn es so Schnee ist. Aber da ist ja nirgendwo Schnee. Weil dann würde ich diesen Dreck schon verstehen können, dass es so ein bisschen Matschdreck ist, wenn die in so einem... matschigen Paddock oder so stehen, aber das haben wir hier auch nicht. Sondern die stehen ja überhaupt auf der Weide und nicht mal da stehen sie. Gut, wer weiß, wo die Gäste mit den Pferden hinreiten, ne? Das ist so ein totales Mysterium. Die machen, was sie für totale Pferdekriege damit. Oder spielen Polo irgendwo im Nachbarort oder was. Oder keine Ahnung, reißen damit durch stürzende Bäche oder sowas. Weiß es nicht. Hm, Hygiene ist wieder gut, okay. Was ist der zweite? Ist für die Hufreinigung. Na komm, dann machen wir den nochmal. Wo macht das denn? Ja, damit sie keine Hufwolle kriegen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, weil so Krankheit ist Kacke. Ja? Also wenn das Pferd krank ist, das ist recht ungeil. Da muss man halt mal dann... Boah, da habe ich jetzt schon wirklich starke Probleme damit, wenn ich mir vorstelle, dass ich das dann für die krasse Neubewertung für 8 Pferde. Da muss man halt sich überlegen, okay, vorher muss ich noch Geld verdienen, weil wir brauchen ja auch noch ausgebaut den Stall und irgendwie das Gästehaus ausgebaut. Das kostet ja auch wieder Unsummen, dass man erst sagt, okay, ich farme erst noch Geld, ja, und verdiene dadurch. Und dann, wenn es soweit ist, dann muss ich mich extrem krass dieser Pflege widmen, damit dann hier auch alles wirklich so sauber ist, wie ich das, ja, oder nicht wie ich das möchte, sondern wie die Sternebewertung das von mir verlangt, weil ich glaube, dem Pferdchen geht es oder so gut. Also bis auf den 2 jetzt. Ich glaube, Hufheule ist schon nicht so geil. Weiß nicht.
Ja. Gut. Da machen wir es ein bisschen weiter.